Im Salzburger Talente-Check, wo dieser Tage der 10.000. Jugendliche auf seine Begabungen getestet wird, sprach Lernforscherin Heidrun Stöger über kognitive und metakognitive Lernstrategien, die den schulischen Erfolg entscheidend verbessern können und Schülern das eigenständige Lernen erleichtern. Wiederholungsstrategien, so ein ganz typisches Beispiel wäre Lernkärtchen, um Vokabeln zu lernen, also auf der einen Seite die englische Vokabel, auf der anderen Seite die deutsche Vokabel. Organisationsstrategien, da gehören Strategien dazu, wie das Unterstreichen von Hauptaussagen in Texten, Zusammenfassungen schreiben von Texten, die man für eine Klassenarbeit lernt zum Beispiel, oder auch Mindmaps malen oder sogenannte Textbilder, wo man sich die Hauptaussagen und die Zuordnung oder die Hierarchie von den Hauptaussagen zusammenfasst. Zu den kognitiven Strategien werden auch die sogenannten Elaborationsstrategien gezählt. Dabei überlegt man sich Fragen zu Texten oder versucht, den Lernstoff anderen Personen zu vermitteln. Einen Schritt weiter gehen die metakognitiven Strategien, wie etwa das Setzen geeigneter Lernziele, das Überwachen des eigenen Lernprozesses sowie die Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen. Entscheidend für beide Strategien ist, auch das Lernen will gelernt sein. Genauso wie ich nicht Radfahren einfach durchs Erklären lerne und einmal ausprobieren, so muss ich auch eine Lernstrategie lang einüben. Und da sagt man eben so 5 bis 6 Wochen tägliches Üben mit Anpassungen und Verbesserungen, dann funktioniert es normalerweise ganz gut. Da der Mensch bekanntlich ein Gewohnheitstier ist, ist Selbstdisziplin gefragt, damit man nicht in alte Lernmuster zurückfällt. Also man kann so ungefähr sagen, nach einem halben Jahr ist es verpufft, so ein Training, wenn man das nicht immer wieder aufgreift und wenn die Schüler nicht wirklich sehen, das hilft ihnen. Ansonsten ist es einfach ein unnötiger Aufwand, der anstrengend ist, und wenn das nicht tatsächlich zum Beispiel zu besseren Leistungen beiträgt, dann hören die das ganz schnell wieder auf. Deshalb ist es auch entscheidend, Schülern so bald wie möglich Lernstrategien zu vermitteln. Im Grundschulbereich gibt es sehr viele sehr erfolgreiche Trainingsmaßnahmen mittlerweile. Es gibt auch erste Trainings, die natürlich viel basaler sind im Kindergartenalter bereits. Das heißt aber natürlich nicht, wenn man das nicht gelernt hat in dem Alter, dass man dann verloren hat sozusagen. Es gibt auch durchaus erfolgreiche Trainings für Oberstufe, Mittelstufe oder auch für Universitätsstudierende. Aber natürlich würde man sich eigentlich wünschen, dass bereits sehr früh diese Kompetenzen vermittelt werden, sodass man dann das nicht mehr machen muss, wenn die in die Uni kommen oder in weiterführende Schulen. Fazit: Die Vermittlung von Lernstrategien sollte auch bei uns in Österreich bereits in den Kindergärten bzw. den Lehrplänen der Volksschulen verankert werden.